Hallo und herzlich willkommen hier bei New German Reviews. Heute mal wieder mit am neuen Video, heute mal wieder mit Sunset Overdrive. Ich habe gerade was getestet, deswegen bin ich gerade so in einem in einem Kampf. Und wir müssen jetzt kehre mit allen Zutaten zu Floyd in die Hafenbasis zurück. Wo ist denn die Hafenbasis? Das wird hier normalerweise, ja genau, da oben angezeigt. Nur so zum Rekord. Ich nehme das hier gerade. Nein, ich streame das hier gerade von meinem Xbox auf dem PC. Und ich wollte mal gucken, wie das ist mit nicht nur der Qualität, sondern auch mit diesem, wie das allgemein ist. Deswegen, es könnte sein, dass ich ein paar Mal fail heute. Weil es, glaube ich, doch ein ganz dringend Delay hat von keine Ahnung wie viele Sekunden. Millisekunden. Und, ja, ich wollte es einfach mal austesten. Mal gucken, wie es ist. Euch wird es ja sowieso nicht beeinträchtigen, außer dass ich vielleicht manchmal ein bisschen Scheiße baue. Und manchmal nicht genau das mache, was ich möchte. Alter! Sieht cool aus hier. Die neue Hafenbasis. Und hier haben wir wieder zwei Kanister. Kann ich einfach hoch? Ja. Liefer die Zutaten ab. Ach du Scheiße. Achso. Nee. So, ich hoffe, man hat das Knacken gerade nicht gehört von meinem Genick. Vom Nacken. Verteidige die Overcharge-Feste, solange die Amps gekocht werden. Alles klärchen. Was haben wir hier mit? Was haben wir hier? Feuer. Freezer, Sexburger. Ah, nee, das möchte ich nicht mitnehmen. Volle wechseln. Nee. Das Ding habe ich dabei. Ich nehme das hier. So, okay. Ich verteile das Viecher mal eben. Ich habe auf jeden Fall Muschi-Backboot-Scheite ein bisschen gedeckt werden. Okay, nein. Ich mache erstmal woanders. Ich mache erstmal dort. Ich glaube, hier die meisten kommen. Wie setze ich das nochmal hin? Genau so. Platziere ich die Fallen nochmal. Hier. Ich habe es voll vergessen, wie ich die fucking Fallen platziert. Wie platziere ich nochmal die Fallen? Achso. So war das genau. Hier mache ich den mal hin. So. Dann mache ich den hier auch mal hin. So. So, dann mache ich hier mal. Ups. Das war das Falsche. Mache ich hier mal den hin. Einmal genau. Na komm. Na komm. Den nicht. Einmal genau. Ach komm, bitte. Das bringt mir nicht viel dann. Kann ich vielleicht den Freezer hier reintun? Nee. Nee, den möchte ich auch nicht hintun. Dududum. No, dududum. was soll ich denn hier hin? Ich glaube, nee. Ich möchte eigentlich an den Ventilen direkt, möchte ich eigentlich die hier setzen. Die Flammen Genesis fallen. Oder G-Gedöns fallen. So, wir können die hochkommen. Hier können die hochkommen. Hier kann ich dann einen hinsetzen. Genau da. Nice. Hier können die auch hochkommen. Kann ich hier vielleicht einen hinsetzen? Ja. Hier kann ich mit ein bisschen Vorsicht einen hinsetzen. Irgendwie hier konnte ich einen hinsetzen gerade. Ach, sonst setze ich einen hier hin, komm, irgendwo. Da geht's hier. Ja, zack.
So. Kommt hier vor noch was? So. Und dann würde ich sagen, weil das noch gar nicht gedeckt ist und wir haben die Sprungfallen. Ja, die einfach mal wieder dahin katapultiert werden. Und noch selber soll ich auch passieren. Na komm. Noch dahin. Und hier soll der hier hinkommen. So, zack. Ja, ich weiß. Das Einzige, was gerade ein Problem ist, mit dem Stream oder die Dings, ist einfach nur, dass ich, dass die Qualität um relativ schlechter ist. Und ein bisschen Delay. Try me. Dann vergesse Walter doch einfach. Oha. Das wird jetzt wieder höchstwahrscheinlich sehr, sehr schwer. Weil jetzt wieder alle überall herkommen. Wieder aus dem schwarzen Gullideckel. Warum muss man das. Ach ja, nachts, stimmt. Ich wollte gerade fragen, warum muss man das nachts machen, aber ja, hat sich dann auch erledigt. So, ich benutze die Waffe. Weil die echt geil ist. Weil damit verliere ich auch gar nichts. Einfach mal hier reinballern. Komm, Serie, nice. Ach du Scheiße, stimmt, die wollen ja auch durch die Seite durch, ne? Ich kann erstmal die hier vorne ein bisschen im Zaum halten. So, jetzt geht man zur Seite. Holy shit, da sind schon welche durch. Ne. Warte mal. Hier. Weg hier. Ach Scheiße, komm. Jetzt kommen die durch. Wow, die sind schon durch. Was ist denn los mit euch? Yo, Bruder. Jetzt kommen wir von der anderen Seite. Und drauf da. Gut, dass ich den hingesetzt habe. Kracher. Fuck. Bin hier nochmal durch. Oh nee, der. Geh weg. Jetzt kommen wieder welche von vorne. Ich versuche die ganze Zeit zu bouncen und zu grinden. Klappt aber nicht die ganze Zeit. Oh shit, die kommen wieder vorne durch. Die wollen wieder vorne durch. Kommen sie aber nicht. Hä? Sind die jetzt gar keine mehr? Zur nächsten Welle. Nee, das ist nie was Gutes. Weißt du was? Ich mach mal so. Jetzt hat er das Ding kaputt gemacht. Bam! Ey! So ist so nicht hier. Ups. Nein! Scheiße. Ich hab verkackt. Nee! Ja! Verpisst euch! Geht weg von hier! Es ist nicht für euch gedacht. Ach du Scheiße, sind jetzt unten. Es ist nicht für euch gedacht. Es ist für mich gedacht. Oh nein. Oh nein. Geh weg da. Hier oben. Geh weg von hier. Ein Overcharge-Fester werden angegriffen. Ich weiß! Ich kann nichts dagegen tun. Es sind zu viele. Und einmal. Na, brennen, brennen, dankeschön. Scheiße. Ups. Egal. Hier ist sogar von Google.
Ach, von Google, von Microsoft. Oh shit. Geht weg da. Wie viele sind noch da? Wie lange muss ich noch? 13 Sekunden, okay, 13 Sekunden ist easy. 13 Sekunden ist easy. Boah, zum Glück nicht wieder irgendwie 5 Minuten oder so. Das wäre der Shit. Komm, geht weg. Weg. Oh. Auf jeden Fall. Ich hatte es immer in mir. Alter, das war super schwer. Beziehungsweise super anstrengend. Und super warm. Nee. Hol dir deine Apps. Ups, falsche Taste. Na komm. Dankeschön. Was kriegen wir Ams? Ich habe es mir vorher nicht durchgelesen. Erfolg. Verteidige die Overcharge-Feste, solange die Ams gekocht werden. Hass, Luft, Power und Entfernung. Ne, ne, vergesse ich schon nicht. Mit Floyd reden. Neue hellen Ams verfügbar. Okay. Ich gucke erstmal, was die neuen hellen Ams sind. Protokoll, Figur. So, haben wir hier was Neues? Wo kann ich denn... ja, okay, da kann ich eine M wechseln. Wir haben hier Hass. Beim Treffer mit dieser Waffe besteht die Chance, die Gegner im Umkreis in Wut zu versetzen. Ich glaube, das wird genau darauf angesetzt. Weil das ganz geil ist. Kann ich das sonst irgendwas? Ne, ich glaube, da bringt es am meisten, weil dann habe ich... dann ist desto mehr... Sind die dann auf meiner Seite? Also, ich will auf jeden Fall verstehen, was ich meine. So, Overdrive Amps. Was habe ich hier noch? Tornado hatte ich hier. Held, da, neu. In Luftwaffe verursachen Waffen mehr Schaden. Ja, komm. Ja, mega geil. Ich hab keinen Plan, was ich gerade sagen wollte. Boot Upgrade. Ich kann ein Boot-Upgrade machen. Habe ich hier eigentlich so eine Nebenmission? Was sind das hier? Sagen wir mal ein paar Comics. Am Mittel gegen Scabs. Für eine bessere Kratzfalle. Das Feuerwerk. Okay, haben wir überhaupt eine Hauptmission? Ja, da vorne haben wir eine Hauptmission. Ich gehe mal zur Hauptmission hin. Besuche Ignatius Hof. Dann tun wir dies doch. Tun wir das noch in dieser Folge? Ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen rumpimmeln in der Folge. Damit ich die Folge beenden kann, weil in... Stimmt, wie viel haben wir eigentlich? Können wir mal zu Jack gehen? Ich hab keine Ahnung, wo steht's? Wo es steht? So, hier oben war Jack, ne? Ich geh mal hier oben hin kurz. Da müsste Jack auch sein, weil die olde Tussi drauf hat, die mir Sachen verkauft. Kleidung verkauft. Zack. Jungs, Kamera. Nein! Na, scheiß drauf. Einfach wunderbar. Jo. Wo muss ich denn hin? Beziehungsweise, wo sind die Lieben denn? Da ist er. So. Spottbot. Waffenschreiber. Sei Freund und Helfer, wenn du mehr Feinde als Hände hast. Provoziere sie mit dieser Waffe und lenk ihre Angriffe ab, um eine Chance zur Neuformation zu haben. Die ist ganz cool. Wer liebt Drachen denn nicht? Dieses Feuerwerk lebt an deinen Feinden und setzt sie in Flammen. Und dann explodieren sie. Boah, die Waffen sind alle cool. Captain A. Harponiere deine Feinde und locke anschließend andere OD-Junkies mit einem Meer aus Overchargern. Nee, das ist doof. Was macht die? Sprinkler spielen in der Apokalypse eine völlig neue Rolle. Füll sie mit ätzender Säure und sieh deinen Feinden beim Zerfließen zu, wenn sie drunter durchlaufen. Das ist auch cool, ne? Kurz vor. Du hast Angst? Benutzt die abgesägte Schrotflinte, wenn's eng wird, um die Feinde ganz einfach vom Hals zu halten.
Okay, so coole Waffen sind da gerade gar nicht. Niemand braucht Haarspray cool. bei der Apokalypse, außer für eine Bombe. Dieses Dosenbündel richtet. Nee, nee, nee. Ja, werde ich nicht vergessen. Na los, ich habe ein paar neue Outfits, die perfekt zu deiner. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ich ein scheiß Drache bin. So. Ich bin jetzt die Folge. 15 Minuten reicht wohl für euch. Hihi. Nein, das reicht wohl allgemein. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Ich werde jetzt nächste Folge zu Ignatius gehen und mir da etwas abholen. Fuck. Wait, was ist das? Was ist das? Stopp, da geh ich noch mal eben hin. Was ist das? Kiste öffnen. Ach du Scheiße, wie geil ist das denn? Geh weg! Wow! So, im Leben wieder hier. Meine Güte! Oh shit, wie viele Dies kommen denn hier hoch? Hier ist nichts Besonderes. Hier war nur eine Kiste. So, ja. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.